Hallo, das ist ein Weihnachtsvideo für alle, die sich mit ihrer Familie treffen an Weihnachten und den Wunsch haben, dieses Treffen aus dem Herzen heraus zu gestalten und schöne Begegnungen zu haben. Also vielleicht hast du eine Familie, wo eh alles wunderschön ist, dann ist dieses Video nicht für dich. Und wenn du aber immer wieder auch familiäre schwierige Situationen hast, dann habe ich ein paar Punkte, auf die du achten kannst und wo du in deinem Herzraum Bewusstsein wachsen kannst, das gleichzeitig für dich nutzen kannst und gleichzeitig mit diesem Bewusstsein schönere Begegnungen schaffen kannst. Der erste Punkt ist der Punkt verschiedene Meinungen. Wir haben alle Meinungen, jeder Mensch hat Meinungen, Meinungen ändern sich ständig, deine Meinung ändert sich, die Meinung von anderen ändern sich. Und ein wichtiger Punkt ist zu trennen, die Meinung von dem Menschen. Also hier ist der Mensch, hier ist die Meinung. Du bist nicht deine Meinung und der Mensch, der dir gegenübersteht, ist auch nicht seine Meinung. Das ist der Mensch dahinter. Und wenn wir auf dieser oberflächlichen Meinungsdiskussion sind, dann begegnen wir uns nicht mit unseren Herzen. Das heißt, du kannst da aussteigen, kannst dieses Bewusstsein für dich mitnehmen, um in einen Herzensdialog einzusteigen. Genau, das kommt zum da komme ich zum zweiten Punkt, nämlich dann sieh den Mensch dahinter. Also schau dir den Menschen an und nicht die Meinung. Das heißt, dieser Mensch hat innere Nöte, hat innere Kinder, hat innere Emotionen und Gefühle, die vielleicht sich einen Ausdruck verschaffen innerhalb einer Meinung oder dem, was er oder sie sagt. Das hat nichts mit dir zu tun, das hat nur mit diesem Menschen zu tun. Und du kannst dich üben und diesen Menschen sehen und diese Nöte sehen und hinter diese Fassade blicken und hierfür dein Herz zu öffnen. Du kannst üben, dich nicht zu rechtfertigen. Lasse Dinge stehen. Wenn du konfrontiert wirst mit irgendetwas, lass es einfach stehen. Steige nicht ein in ein Ping-Pong. Fange die Bälle nicht auf. Gehe zu dir und schau, was macht es mit mir. Geh in dein Herzbewusstsein. Und richte den Fokus auf etwas Positives. Das kannst du auch machen. Du kannst dir bewusst vornehmen, deinen Fokus auf etwas Positives zu richten. Diese Menschen sind ein ganzes Universum und es gibt immer etwas Positives. Und du kannst schauen, dass du Fragen stellst, du kannst darauf achten, zuzuhören. Du kannst mit dieser Haltung in diese Begegnung reingehen. Du kannst dich interessieren für dieses ganze Universum, was dieser Mensch zu bieten hat, was da ist. Und kannst mal ausprobieren, was dann passiert in der Begegnung mit dem Menschen. Und das beinhaltet auch den vorletzten Punkt, nämlich, dass du dich und deine Sicht hinterfragst. Dass du hinterfragst, welche eingeschränkte Sichtweise habe ich auf vor allem meine Familienmitglieder. Wir kennen uns so lange, wir haben Geschichten und wir haben Meinungen über diese Menschen. Die sind so und so, die machen immer das und das und das ist schwierig. Und wenn wir immer mit diesen gleichen Geschichten diesen Menschen begegnen, produzieren wir auch immer diese gleichen Erlebnisse mit diesen Menschen. Also wirklich sich selbst zu hinterfragen und diese Sichtweise zu öffnen für den Menschen dahinter und dafür, dass die Facetten, die dieser Mensch zeigt und hat, viel mehr sind, viel größer sind als das, was du bisher sehen konntest. Und du mit einer Neugierde da in diese Begegnung hineingehen kannst und schauen kannst, was ist da eigentlich noch? Und wo begrenzt deine eigene Sichtweise auf diesen Menschen die Begegnung?
Also, der letzte Punkt und ganz zum Schluss möchte ich sagen, dieses Bewusstsein, was du dir vorher zurechtlegst, einfach mit dieser Beobachterrolle reinzugehen, auf deine Impulse zu achten, auf deine Gefühle zu achten, aber dem nicht zu folgen, deinen Impulsen nicht direkt zu folgen, sondern auch deine Impulse stehen lassen zu können und zu schauen, ah ja, okay, interessant, das bewegt sich in mir dazu, aber das ist deins und hat erstmal nichts mit dem anderen zu tun. Und ich möchte hier an dieser Stelle natürlich sagen, gibt es Ausnahmen. Es mag Familien geben, wo es wirklich vielleicht solche katastrophalen Zustände sind, wo es besser ist, nicht hinzugehen. Aber ich denke, bei den meisten ist das nicht so. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Freude in der Herzensbegegnung mit deiner Familie.